Hi Leute, ich sehe euch gar nicht. Ja, okay. Ja, der Saal ist ein bisschen leerer als gestern um 16 Uhr. Gut, cool. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr ordentlich was gekauft auf der Con? Aber nicht genug. Ich habe Händler gesehen, da ist noch Material bei. Also da müsst ihr nochmal nacharbeiten. Okay. Ja, 100 Antworten, wieder auf der WeMaKai. Wer es noch nicht kennt, dem erkläre ich noch mal kurz, worum es geht. Ihr kriegt Fragen, also zwei Fünfer-Teams spielen gegeneinander. Ihr kriegt Fragen zu den Bereichen Manga, Anime, Japan, Events, Cosplay, Videospiele etc. So, diese Fragen habe ich schon im Vorfeld 100 anderen Leuten gestellt. Das heißt, ich habe von jeder für jede Frage 100 Antworten gesammelt und ihr bekommt die Antworten, also wenn ihr mir eine Antwort nennt auf eine Frage, bekommt ihr die Punkte gut geschrieben, die also, es ist so furchtbar. Beispiel. Angenommen, ich stelle die Frage, nennen wir ein Pokémon aus der ersten Generation. Ja, genau, cool. Und du antwortest mit Glumanda. Dann bekommst du Punkte für diese Antwort. Stell dir mal vor, ich habe von den 100 Leuten, die ich ebenfalls diese Frage gestellt habe, haben 12 Leute ebenfalls mit Glumanda geantwortet. Dann bekommst du 12 Punkte. Okay? Cool. Vier Runden gibt es, vier Hauptrunden. Die Fraktion, die am Ende der Hauptrunden die meisten Punkte kommt ins Finale und hat dann die Möglichkeit, 100 Euro einzusacken. Das Ganze kann ich natürlich nicht ohne Hilfe machen und deswegen habe ich professionelle Hilfe. Dass sie Profi ist, weiß man deshalb, weil sie schon seit 8 Ausgaben dabei ist. Nee, gar nicht, war seit 9 Ausgaben mittlerweile schon. Gut, heute auch wieder dabei, Shizu. So, was meinst du? Heute 100 Euro, gehen die raus oder nicht? Also ich finde, ihr habt gute Chancen, die 100 Euro zu bekommen. Ich auch. Ich glaube schon, ja. Okay, gut. Ja, dann begibst du dich hinten an die Technik und steuerst alles etc.? Genau. Cool, grandios. Schön, dass du wieder da bist. Ja, also, es gibt gar keine Begrenzung, gar keine Beschränkung. Wir haben heute das Team Manga und das Team Anime, die gegeneinander spielen. Das bedeutet eigentlich nur, wenn ihr Manga gerne lest, könnt ihr im Team Manga dabei sein. Wenn ihr gerne Anime guckt, könnt ihr im Team Anime dabei sein. Quasi gilt das für alle Leute, die hier im Raum sind. Und ja, wenn ihr gerne beim Quiz machen wollt, dann würde ich euch sagen, würde ich vorschlagen, dass ihr jetzt zur Bühne stürmt. Ah, ihr seid so awesome. Sehr schön, 5. Wir haben schon 5 Leute fürs Team Anime. Das ist richtig, richtig grandios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fürs Team Manga. Okay, was? Katze? Okay, also, 1, 2, 3, es geht um die Leute, die mitspielen, 4, okay, wer ist jetzt noch nicht dabei? Wer ist jetzt noch nicht dabei? Also, 1, 2, 3, 4, ihr seid noch nicht dabei. Gut, also, dann wollen wir noch mal gucken. Die Leute, die 100% dabei sind, die treten jetzt mal zurück. Nur die, die noch nicht dabei sind, bleiben hier am Tisch stehen. Sehr schön. Gut. Und auch bist du. Schade. Und auch bist du. Oh, schade.
in den Bunker braucht, wenn du... Oh, Mist. Yay, das Tageslicht darf auch im Team Manga mitspielen. Wuhu, wie cool. Also, als erstes möchte ich beide Teams bitten... Ach nein, gar nicht wahr. Doch, als erstes möchte ich beide Teams bitten, dass sie bitte ihren Namen auf die Etiketten schreiben und sich irgendwie anpacken, damit ich weiß, wie ich euch anreden muss. Und dass ihr ein Teamkapitän wählt. Der wird für später eventuell noch wichtig. Ja? Ist es wichtig, seinen echten Namen zu nennen oder kann man einen Spielernamen zu euch nehmen? Du kannst dich nennen, wie du willst. Wenn du dich Spaghetti Bolognese nennen willst, dann ist das auch in Ordnung. Okay, während die hier beschäftigt sind, brauche ich noch einen Helfer, der später erst zum Tragen kommt. Dieser Helfer muss keinerlei Fragen beantworten. Der ist für eine ganz andere Funktion da und muss keine einzige Frage auf der Bühne beantworten. Es geht also nicht um Wissen, sondern einfach nur um Unterstützung für mich. Und dieser Helfer kann dann ebenfalls einen ultra coolen Preis gewinnen. Also, wer Helfer werden will, dann stirbt jetzt nach vorne. Okay. Du willst Helfer werden mit dem ganzen Zeug? Das ist nicht dein Ernst. Wen nehme ich denn von euch? Schere, Stein, Papier. Genau, Schere, Stein, Papier. Auf geht's, los. Okay, du bist Madeleine. Okay, Madeleine. Dich brauche ich später in der Finalrunde. Ich würde sagen, du setzt dich irgendwo hier vorne auf einen Platz und wenn ich dich bitte zu mir zu kommen, dann tust du das einfach. Okay. Es wird wirklich nicht schlimm, also ne, entspann dich. Ja. Gut. So, alles klar? Habt ihr alle? Ja, cool. Du siehst viel besser aus mit Namensschild. Echt? Okay, gut. Ja, alles erledigt. Dann würde ich sagen, können wir doch glatt loslegen. Aber wir können ja mal bei der Technik hinten fragen, ob da alles in Ordnung ist. Shizu, alles klar bei dir? Gut, wunderbar. Dann hoffen wir doch mal, dass das alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Das hier sind übrigens die Fragen für die Hauptrunde. Gut, cool. Dann, ach ja, genau. Wer ist eigentlich Teamkapitän bei euch? Sehr schön. Dann musst du nämlich nach vorne. Dann tauscht nochmal bitte die Plätze. Und wer ist Teamkapitän bei euch? Wer ist Teamkapitän bei euch? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Wer ist Teamkapitän bei euch? Okay, sehr gut. Du hast einen riesen Vorteil, denn du kannst gleich hier stehen bleiben. Das ist doch super. Gut, dann legen wir nochmal los mit Runde 1. Und die Teamkapitäne kommen bitte zu mir. Genau, ihr stellt euch beide an die Seite des Tisches. Eine Hand neben den Buzzer. Wie stehst du denn da? Okay. Doch, du stellst dich, also du musst den Buzzer ja auch erreichen. Und wenn du dich so hinstellst, dann verdeckt deine Hand ja den, ne? Also eine Hand auf den Rücken, eine Hand auf den Rücken, eine Hand neben den Buzzer. Okay, sehr schön. So. Und los geht's. Und ihr solltet jetzt in der ersten Runde die 6 häufigsten Antworten finden. 100 Animaxer habe ich gefragt. Nenne einen Gegenstand, den man in einem Dungeon von The Legend of Zelda finden kann. Edelsteine. Du sagst Edelsteine. Okay. Jetzt sind wir irgendwie auf die Technik angewiesen. Entweder die Antwort gibt es oder die Antwort gibt es nicht. Okay.
Was? Was? Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Deswegen wundert mich das eigentlich. Denn. Weil du wüsstest ja eigentlich, dass das grundsätzlich bin. Richtig, genau. Mhm, ja. Aber vor allem. Genau. Deswegen, also so habe ich es auch verstanden. Deswegen nehmen wir das eine nochmal weg. Deswegen nehmen wir das eine Kreuz nochmal weg. Und. Ah, na also, es funktioniert doch. Yay, Rubine war die Top-Antwort. Cool. So, du darfst dich jetzt entscheiden, ob ich mit euch weiterspielen soll oder mit denen. Ich sag dir, was die Quintessenz ist. Nein. Jeden frage ich nach einer Antwort. Stopp, halt. Ja, du musst entscheiden. Richtig. Nein, du entscheidest allein. Du entscheidest, ob ich mit euch weiterspiele oder mit denen. Komm, wir spielen weiter. Ja, sehr schön. Cool, super. Dann darfst du wieder an deinen Platz gehen. Vielleicht habt ihr trotzdem noch die Chance irgendwie, ne? Gut, cool. Was hast du auf dem Bimmerkeil gemacht? Eingekauft. Oh, cool, was? Mangas. Was für welche? Von Animes. Oh, Namen. Ich will Namen hören. Hentai? Darüber will ich nicht reden. Okay. Hast du noch andere Sachen, also hast du noch andere Hentai-Sachen außer Manga gekauft? Darüber will ich immer noch nicht reden. Okay, super, cool. Ja, dann wissen wir ja, wo die ganzen Puppen geblieben sind, die ja angeboten wurden von den Händlern. Ne? Gut. Einfach Animaxer habe ich gefragt, nenne einen Gegenstand, den man in einem Dungeon von The Legend of Zelda finden kann. Dungeon-Karte. Er meint die Dungeon-Karte. Ist sie dabei? Oh, leider nicht. Herzen. Er sagt Herzen. Ja. Oh, 8 Punkte. Cool. Bomben? Sie sagt Bomben? Oh, ihr habt jetzt 2 falsche Antworten gegeben. Beratet euch, denn wenn die jetzt noch eine falsche Antwort geben, habt ihr die Möglichkeit, mit einer richtigen Antwort denen die bisher erzielten Punkte zu stehlen. Okay. Schwerter? Nein. Er sagt Schwerter? Oh, okay. So, und jetzt brauche ich eine Antwort vom Teamkapitän. Nicht von dir, vom Teamkapitän. Dekonbisse. Okay. Böse. Ultra böse. Und standst du eigentlich da? Standst du nicht hinter der Night of Day? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So bleibt ihr stehen. Für den Rest des Spieles. Bis zur Endrunde. Gut. Dekonbisse war seine Antwort. Dabei. Okay, das heißt, 27 Punkte hat das Team Anime schon. Sehr gut. Cool. Yay. So, die restlichen Antworten müssen wir noch auflösen. Was ist denn alles in dem Dungeon von The Legend of Zelda zu finden? An 6. Stelle war der Kompass. Genau. Und an 4. Stelle der Greifhaken. Okay. Was ist denn bei Platz 3? Schlüssel, natürlich. Und auf Platz 2? Der Bumerang, logisch. Wer von euch spielt Zelda? Oh, super, ihr kennt mich ja. Super, toll. Alle Teile, du kennst dich ja toll aus. Fantastisch. Gut, dann gehen wir mal zur Runde 2 über. Und die an 2. Stelle stehen, kommen mal wieder zu mir. Ja? Benutzt das Mikrofon, damit ich dich höre. Gib mir noch 5 Minuten. Was? 5 Minuten. Okay, alles klar. Die brauchen 5 Minuten. Gut, wunderbar. Wieso hast du eigentlich kein Mikrofon? Wie soll ich dich verstehen? Ah, sorgt mal jemand dafür, dass der hinten mit einem Mikrofon ausgestattet werden, bitte? Das wäre total, total cool. Was? 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 Ein anderer Helfer ist gerade dabei. Was? Dann geh! Ah, fantastisch. Na gut. Tja, wenn die noch 5 Minuten brauchen, schieße wird mir Bescheid sagen, wenn sie soweit ist.
Dein Mythic V-Maika ist das? Die erste. Okay, hat irgendjemand dich gezwungen, hier mit hinzugehen? Nicht gezwungen. Okay, das bist du freiwillig hier. Ja. Schon auf einer Con gewesen vorher? Nein. Moment, ist das deine allererste Con? Ja. Cool und wow! Und wie findest du es? Super. Okay, was hat dich am meisten beeindruckt? Also die Theaterstücke waren ganz gut und an sich das Quiz ist halt jetzt das erste Mal, wenn ich es mache. Und ja, ich finde es schön. Ja, cool, super. Wirst du in Zukunft noch weitere Conventions besuchen? Ja, werde ich, auf jeden Fall. Weißt du schon welche? Noch nicht. Okay, also die V-Maikai ist eine schöne Convention, die ist schön klein, schön gemütlich. Wenn du mal vorhast, auf die Konichi zu gehen, dann wirst du erschlagen. Du wirst erschlagen von Cosplayern, du wirst erschlagen von Atmosphäre. Also es ist alles viel, viel riesiger als hier. Und also als ich auf meiner ersten Konichi gewesen bin, habe ich mir gedacht, was? Nein, es ist toll, aber ich will nach Hause. Nein, aber es ist cool hier, aber ich will nach Hause. Nein, ich bleib doch hier, aber ich will nach Hause. Also, Konichi ist super. Kann ich dir empfehlen. Dave? Ja? Ich bin soweit. Es geht weiter. Es geht weiter? Super, cool. Ja, dann spielen wir jetzt in Runde 2. Ihr sollt jetzt in Runde 2 die 5 häufigsten Antworten finden. Oh, ihr macht das schon ganz gut. Einen Hand neben den Buzzer, einen Hand auf den Rücken. Sehr schön. 100 Animexler habe ich gefragt. Nenne eine typische Tätigkeit eines Animexlers. Eines Animexlers. Nein! Du gibst die Antwort, nicht dein Team, du gibst die Antwort. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Okay, die Frage war noch einmal: Nenne eine typische Tätigkeit eines Animexlers. Guckst du nach vorne die gesamte Frage nur? Dankeschön, sehr gut. Na, sag mal. Nicht zu deinem Team gucken. Böse. Okay. 3, 2, 1. Hey, vielleicht ja. Sollten wir noch kurz klären, was ein Animexler ist. Was? Erklär mal kurz, was ist ein Animexler? Ja, okay, alles klar. Kennt ihr die Homepage animex.de? Schade, denn da tummeln sich Animexer. Also Leute, die sich halt für das interessieren, was hier halt so, ne? Genau. Genau, Otakus, Nerds halt, ne? Die tummeln sich darum. Okay, gut. Ja, dann, was machen wir denn da? Dann, ja, aber das wird ja jetzt schwer, weil die haben ja beide keine Antwort gegeben und so eine Situation hatten wir noch nie. Genau, ja, aber mit wem fange ich denn an? Okay, gut. Nein, so nicht. Nein, die dritte sind für Frage 3. Bleib stehen. Du kannst auch wieder mit in dein Team rein, an zweiter Stelle. Okay, cool. Genau, weil er zuerst gedrückt hat, habt ihr dann auch die Chance. Nein, du bleibst an dritter Stelle. Sag mal, habe ich nicht vorhin gesagt, dass ihr so stehen bleibt wie Naruto? Du machst ja nicht nur in deinem Dorf Unsinn, sondern auch hier. Ja. Okay, also. Nenne eine typische Tätigkeit eines Animexlers. Cosplay-Fotos hochladen. Was war das? Cosplay-Fotos? Hochladen. Okay. Cosplay-Fotos hochladen. Leider nicht dabei. Okay. Cosplay-Fotos hochladen. Animes schauen. Okay, Animes schauen. Ja, sehr schön. Hey, ist dabei. Cool. Yay. So, soll ich mit euch weiterspielen oder mit denen? Ja, weiterspielen. Okay, alles klar. Dann machen wir doch gleich weiter. 100 Animexler habe ich gefragt. Nenne eine typische Tätigkeit eines Animexlers. Posten. Sie sagt posten.
ich dabei. Fanfiction schreiben. Okay, er sagt Fanfictions schreiben. Okay, Achtung. Die haben schon zwei falsche Antworten. Bei der dritten Antwort habt ihr die Möglichkeit, mit einer richtigen Antwort, denen die bisher 10 Punkte zu stehen. Also beratet euch, was ihr eventuell gleich antworten wollt. Okay. So, jetzt liegt's an dir. Ja, warte. Also, die Frage war, ich hab's nicht vergessen. Nein, nein, eine typische Tätigkeit eines Animaxlers. Was ich mache? Cosplay! Okay, er sagt Cosplay. Ja, die Top-Antwort, hey, mit 39 Punkten. Grandios! Ich hab keine Ahnung. Lesen. Lesen? Okay, das steht da schon. Okay. Genau, das heißt, dritte Falschantwort. Schade eigentlich. So, ihr habt jetzt mit einer möglichen Antwort die Möglichkeit, mit einer richtigen Antwort, die bisher 10 Punkte zu stehen. Das wären dann 35 Punkte für euch. Also? Nein. Nein, 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 nein. Conventions besuchen. Okay, sie sagt Conventions besuchen. Oh, nicht dabei. Cool, das heißt, das Team Anime bekommt 35 Punkte dazu. Cool! So! Ja, die fehlenden Antworten lösen wir auf. Was war denn an vierter Stelle? Zeichnen. Genau. Und an Stelle 3? Basteln. Okay. Und was war die zweithäufigste Antwort? RPG spielen, okay. Wurde auch von niemandem genannt. Okay, alles klar. So, dann kommen wir jetzt zur Runde 3. Genau, 62 Punkte hat das Team Anime, bisher noch kein Punkt hat das Team Manga, aber das kann sich noch alles ändern. Denn jetzt spielen wir in der dritten Runde um die doppelte Punktzahl. Und dann kommen Naruto zu mir und TV Maikai. Genau, der TV Maikai Helfer. Schatz, enttäusch mich nicht. Gut. Kannst du vernünftig sein für diesen Moment? Ja, ja, sehr gut, cool. Ah, ja, garantiert. Ihr solltet jetzt in dieser dritten Runde die vier häufigsten Antworten finden. Eine Hand auf den Rücken, eine Hand neben dem Buzzer, eine Hand auf den Rücken, eine Hand neben dem Buzzer, eine Hand auf den Rücken, 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 yeah! Du bist so weit vorne, echt. 100 Animaxler habe ich gefragt. Nenne etwas, das man zum Anfertigen eines Fanart-Bildes benötigt. Ein Fanart-Bildes, ja? Stifte. Okay, er sagt Stifte. Ja, eine Top-Antwort, cool. Wow. Stopp. Okay, mit euch weitermachen. Gut, dann mache ich das doch. Du kannst dich wieder einreihen, ja? Auf Anhieb an die richtige Stelle. Boah. Okay. Ah, wie gefällt es dir bisher? Sehr gut. Okay, ich hatte noch nie so eine chaotische Ausgabe wie heute, aber es ist cool, man lernt ja immer dazu. Stehen auch weitere Cons für dich an in diesem Jahr? Ja. Welche besuchst du noch? Die Buchmesse in Frankfurt, also Frankfurter Buchmesse. Und da muss ich mal noch gucken, wie ich Zeit habe von der Arbeit her. Okay, was steht denn noch auf dem Plan bei dir, auch wenn du noch nicht weißt, ob du es realisieren kannst? In Frankfurt ist im Juli noch eine, mir ist gerade der Name. Der Cosplay meinst du? Genau, ja, da solltest du unbedingt hin. Genau, weil auf dem Cosplay werde ich auch die allerletzte Ausgabe von 100 Antworten moderieren. Danach war es das. Okay,
Einen neuen Animexler habe ich gefragt. Ne? Etwas, das man zum Anfertigen eines Fanartbildes benötigt. Papier. Sie sagt Papier. Okay. Yay, sehr gut. Eine Vorlage? Er sagt eine Vorlage. Okay. So, zwar, ja, ich kann hier nicht bis 20 Uhr warten, bis du eine Antwort gegeben hast. So, ihr kennt das ja, ne? Falls die nochmal eine falsche Antwort haben, die Möglichkeit, mit einer richtigen Antwort, denen die bisher erzielten Punkte zu stehlen. Okay. Farbe. Er sagt Farbe. Nein. Oh, jetzt geht's drum. Radiergummi. Okay, sie sagt Radiergummi. Ist das dabei? Oh, leider nicht. Das heißt, die 110 Punkte gehen an das Team Anime. Cool. So, ja, zwei Antworten fehlen noch. Und das lösen wir mal eben auf. Was war denn an vierter Stelle? Copics, genau, ja. Und am Platz 3? Ein Bleistift, okay. Tut mir leid, das haben die Leute gesagt, ich kann es nicht erinnern. So, 172 Punkte hat bereits das Team Anime. Team Manga krebst noch bei 0 Punkten rum, aber ihr könnt immer noch gewinnen. Ihr könnt immer noch gewinnen, denn wir spielen jetzt in der letzten Runde um die dreifache Punktzahl. Das heißt, du kommst zu mir und du kommst zu mir. Boah, das wird total spannend. Ui. Ihr solltet jetzt in dieser letzten Runde nur noch die drei häufigsten Antworten finden. 100 Animexler habe ich gefragt. Nenne ein Getränk, das man in einem Maid-Café bekommt. Kaffee. Sie sagt Kaffee. Ja, hey, war die Top-Antwort. Wow. Soll ich mit euch noch spielen? Ja, natürlich. Super. Bist du aufgeregt? Nö. Nein, du bist keine Idee. Du bist gechillt. Aber alles gut, ist zu machen, kann ich dir versprechen. Komm, wo kommst du? Darmstadt. Darmstadt? Cool, coole Stadt. Bin ich zweimal in der Woche. Yay. Vor ein paar Wochen gab es da irgendwie so ein merkwürdiges Fest. Was war denn das? Das Schlossgrabenfest war das. Ja, Schlossgrabenfest, genau. Da, wo die ganzen Busse in der Umleitung gefahren sind und ich ewig verspätet an meine Ziele gekommen bin. Warst du da auch? Ja. Und nicht in die Birne weggesoffen? Yep. Ja, sehr schön. So muss das sein. Na ja, aber nur unter 5 Litern. 100 Einwechsel habe ich gefragt. Nenne ein Getränk, das man in einem Maid-Café bekommt. Wasser. Sie sagt Wasser. Oh, nicht dabei. Achtung, erstes Kreuz. Cola. Sie sagt Cola. Oh, auch nicht geantwortet. So, dann habt ihr jetzt die gleiche Situation wie die. Wenn die noch einmal falsch antworten, habt ihr die Möglichkeit, mit noch einer richtigen Antwort, die nicht nur die bisher erzielten Punkte zu stehlen, sondern auch die Punkte, die hinter dem erratenen Begriff stecken. Gibt es nur in der vierten Runde. Also, Tee. Er sagt Tee. Ja, ist dabei. Hey, cool, super. Kakao. Sie sagt Kakao. Ja! Also, damit haben wir 252 Punkte für das Team Manga und 120 Punkte für das Team Anime. Hey, cool. Okay, ja, alles gut. Wollt ihr euch auch noch küssen eventuell? Ja, gut.
Oder eventuell auf dem Tisch. Nein, das darf man nicht beantworten. Ihr seid im Finale. Total cool. Und ihr habt gleich ganz gechillt, also ganz nicht aufregen, alles gut, Naruto. Ihr habt gleich die Möglichkeit, 100 Euro zu gewinnen. Und ihr wählt bitte zwei Personen aus eurem Team aus, die gleich bei mir in der Endrunde spielen. Okay? Gut. Egal wer. Ja, cool. Bei euch hat es leider nicht ganz gelangt, aber ich hoffe, es war trotzdem toll. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ja, ich weiß, aber... Aber ihr bekommt auch tolle Preise. Also, guckt mal. Da könnt ihr euch etwas von raussuchen. Ich erkläre das mal eben kurz, weil nicht alles auf den ersten Blick zu erkennen ist. Das Gelbe hier, das ist Puder. Puder in einer Pikachu-Dose. Also wer das haben möchte, nur zu. Tja, dann tausche ich eventuell mit jemandem. Okay, gut. Somit hätten wir die Hauptrunde geschafft. Yay! Cool! Also, vielen Dank an das Team Anime. Die ersten drei Runden waren super, hat leider nicht ganz gelangt, aber schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Okay, gut. Hast du alles? Sofort. So, falls du einen Stift suchst, der ist hier. Genau, ja, sehr schön, cool. So, und wir gehen nochmal mal die Wasser beiseite. So, jetzt geht's drum. Ich frage mal den Kapitän, wer spielt denn von eurem Team in der Finalrunde mit mir? Die Kyoko? Ja. Und Ramona. Okay, also ihr beide. Okay, gut, dann kommt mal zu mir. So, und jetzt benötige ich meine Helferin, die ich vorhin aus... Ja, da ist sie. Wuhu! Cool. So, ihr müsst jetzt in der Finalrunde, um die 100 Euro einzusacken, 200 Punkte erreichen. Okay? Gut. Wer möchte anfangen? Gut, dann fängst du an. Dann gehst du jetzt mit Naruto nach draußen. Ja? Wenn Naruto hier wieder reinkommen will, schlägst du ihn bewusstlos. Meine Erlaubnis dazu hast du. Ja? Und du wirst dann nachher von Shizu wieder reingeholt. Okay? Gut, super. Und Tür dann zumachen oder auf alle Fälle so, dass ihr nicht hört, was hier oben geredet wird. Okay? Super. Ihr könnt euch zusammen die Treppe zur Garderobe runterkullern lassen. Dann habt ihr Spaß und, ne? Ja, macht wie immer. Gut. Puh. Bist du aufgeregt? Es geht. Es geht, okay. Also, alles ganz gechillt, kann ich dir versprechen. Also, es erwartet dich nichts Schlimmes. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es jetzt nach Zeit geht. Du kriegst jetzt 5 Fragen gestellt, hast 25 Sekunden Zeit, die zu beantworten. Und die Uhr läuft erst los, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Okay? Gut. Ups. Das stoppen wir nochmal. Ja, sehr schön. Gut. Auf geht's. Puh. 100 Animaxler habe ich gefragt. Nenne etwas, das man nach einer Con noch mit Freunden unternimmt. Essen gehen. Etwas, das in einem Stoffladen verkauft wird, außer Stoff. Knöpfe. Ein Manga-Genre. Action. Ein Harry Potter-Titel. Und die Heiligtümer des Todes. Ein Bundesland, in dem eine Convention stattfindet. Hessen. Yay! Das war cool! Das war grandios! Wow! Ja, richtig. Ja, hoffentlich auch richtig. Aber deine Antworten haben mir auch super gefallen.
Ich glaube, wir brauchen Naruto gar nicht mehr. Das wäre cool, oder? Wenn wir Naruto nicht mehr brauchen. Ja, Marco, kommt doch mal. Ja, Naruto ist schön, ja, aber... Ach so, ich dachte, du meinst die Person. Die auch. Okay, gut. Dann wollen wir doch mal gucken, wie viele Punkte du vorgelegt hast. Shizu ist irgendwie noch gerade fleißig am Rechnen. Okay. Dann reden wir doch mal über Essen, weil über Essen kann man immer reden, solange die Shizu fertig ist. Was ist dein Lieblingsessen? Das ist eine schwere Frage. Ich mag Sushi gern. Oh, kannst du es selber machen? Ja. Echt? Ja. Wie lange brauchst du dafür? So eine Stunde bis anderthalb, je nachdem, was ich finde. Okay, wenn ich dir jetzt Sushi für 6 Personen in Auftrag gebe, was schätzt du, wie lange würdest du daran sitzen? Ja, so eine Stunde. Eine Stunde, cool, super. Ich habe so in etwa 2,5 Monaten Geburtstag. Und dann, ne? Also du kannst sogar Zeit lassen, weil ich feiere erst in 3 Monaten. Und dann brauche ich das Sushi erst. Ja? Was berechnest du so pro Sushi? Ach, ich habe es noch nie verkauft, aber... 5 Euro pro Sushi? Was heißt pro Sushi? Also, ja, pro Sushi, also pro Ding, was bei dir vorbeifährt, so am Sushi-Band. Ach nee, mach mal. 10 Euro pro Sushi, ist auch in Ordnung. Okay. Bist du soweit? Ich bin soweit. Sehr hervorragend, cool. Dann wollen wir doch mal gucken. 100 Animexler habe ich gefragt. Nenne etwas, das man nach einer Con noch mit Freunden unternimmt. Da hast du gesagt, essen gehen. Njam, njam, Sushi bevorzugt, ne? Sagten auch? 69 Personen. 69 Leute, das heißt ja schon mal 69 Punkte. Cool. Etwas, das in einem Stoffladen verkauft wird, außer Stoff. Da hast du gesagt, Knöpfe. Genau, sagten auch? 31 Personen. 31 Personen, wow. Ein Manga-Genre, da hast du gemeint? Action. Sagten auch? 10 Personen. 10. Ein Harry Potter-Titel, da hast du gesagt, die Heiligtümer des Todes. Das sagten auch? 6 Personen. 6 Personen. Und als letztes, ein Bundesland, in dem eine Convention stattfindet. Hast du gesagt? Hessen. Sagten auch? 45 Personen. 45 Personen, wow. Das heißt, wir haben eine Gesamtpunktzahl von? Gesamtpunktzahl von 161 Punkten. Wow, hey. Ich bin mich sehr gut schon vorgelegt. Ja, sehr gut vorgelegt. Ich glaube, genauso gut wie du, oder? Ja, ich habe die gleiche Punkte. Ja, hey, cool, super. Das heißt, Naruto braucht jetzt noch 39 Punkte und dann habt ihr 100 Euro. Das wäre wirklich cool. Okay, dann darfst du wieder zu deinem Team gehen. Das war bombig, das war wirklich bombig. Total, total cool. So, holst du unseren Fuchsschwanz wieder rein? Ja. Genau, danke. So, also ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr ebenfalls mal noch einmal die Gelegenheit haben möchtet, als Kandidat hier dabei zu sein, dann habt ihr nochmal die Möglichkeit auf den Cosday im Juli. Ich weiß sogar, wann das Ganze stattfinden wird. Am Samstag um 14 Uhr, irgendwie so um den Dreh rum. Genau. Und ich sehe Naruto kommen. Moment, in Handschellen? Nein, okay, darf ich. Nein. Okay, ja. Du darfst dich noch ein bisschen entspannen. Super. So, cool, komm zu mir. Vielen, vielen Dank, dass du auf Naruto aufgepasst hast. Bitte. Das schafft nicht. Nein, du guckst nicht zu deinem Team. Das schafft nicht jeder. Du bist so. Boah, meine Güte! Ah! Und artige Füchse, werden die nicht ertränkt in Flüssen oder so? Nee. Okay. Okay, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Dafür bekommst du natürlich auch ein kleines Dankeschön, das dir von Shizu gebracht wird. Das Tablett bitte nicht. Aber zeig uns doch mal, was es ist. Also es ist ein Stoffbeutel, oh, mit einem Pokéball vorne drauf. Cool. Und drin ist? Ein Sternchen. Cool, danke. Super, nicht zu danken. Vielen Dank für deine Hilfe. Yay. Wuhu.
Alles klar? Du lächelst so. Noch. Also, ich habe ja gesagt, ihr braucht 200 Punkte. Und deine Teamkollegin hat schon grandiose 161 Punkte vorgelegt. Das heißt, du brauchst noch 39 Punkte. Du bekommst die gleichen Fragen gestellt, darfst aber nicht die gleichen Antworten geben, sonst hörst du das, dann sagst du schnell eine andere Antwort oder du sagst weiter, dann kommen wir eventuell in später Zeit nochmal auf die Frage zurück. Okay? Du hast 5 Sekunden mehr Zeit als sie, also insgesamt 30 Sekunden. Und auch bei dir läuft die Uhr erst los, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Alles klar? Gut, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Das wird 100 Animexler, habe ich gefragt. Nenne etwas, das man nach einer Con noch mit Freunden unternimmt. Essen gehen. Andere. Durch einen Park gehen. Etwas, das in einem Stoffladen verkauft wird, außer Stoff. Neger. Ein Manga-Genre. Weiter. Ein Harry Potter-Titel. Ein Bundesland, in dem eine Convention stattfindet. Bundesland. Bad Württemberg. Okay, das nehmen wir noch mit. Wow. Du warst super aufgeregt, oder? Boah, okay. Gut, wir lassen den Shizu noch mal eben kurz rechnen. Oh, oh Mann. Ja, ich weiß, ich weiß. Du warst völlig durch den Wind. Hey, aber alles gut. Alles gut. Vielleicht reicht's. Hast du auch noch gemerkt, dass du super aufgeregt warst? Boah, du bist nicht immer so. Also in den ersten 4 Runden warst du überhaupt. Ich muss schneller antworten. Also, habt ihr es alle gehört? Wenn es um Schnelligkeit geht, ist Naruto hypernervös. Also, keine Quickies mit ihm. Okay. Hast du? Okay, super. Also, dann wollen wir doch mal gucken, wie du abgeschnitten hast. 100 Animexler habe ich gefragt. Nenne etwas, das man nach einer Con noch mit Freunden unternimmt. Da hast du zuerst gesagt, essen gehen. Die Antwort wurde schon von deiner Teamkollegin genannt. Und danach hast du dich korrigiert mit durch den Park gehen. Sagten auch? Keine Person. Keiner, oh, schade. Etwas, das in einem Stoffladen verkauft wird, außer Stoff. Da hast du gesagt, Negan. Sagten auch? 30 Personen. 30 Personen! Boah! Wir brauchen noch 9 Punkte. Oh, ein Manga-Genre. Das hast du gesagt? Ich glaube nichts. Nee, ich glaube auch nichts. Oh, okay. Okay, vierte Frage war ein Harry Potter-Titel. Harry Potter? Okay, alles klar, war weg, ne? Totaler Blackout. Okay, gut, Sachen, ja. Ja, gut. Und als letztes ein Bundesland, in dem eine Convention stattfindet. Das hast du gesagt? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Sagten auch? Eine Person. Eine Person, oh nein. Oh. Ja, aber es geht auch Zeit. Das ist halt das ist halt das in der Finalrunde. Nee, nee, das ist. Ach Mann. Naja, ich weiß nicht. Okay, war es schwer zu verstehen? Ja, war. Moment, Augenblick. Nein, nein, nein. Ihr seid ja voreingenommen. Okay. Also, hast du verstanden? Hast du verstanden, was ich gefragt habe? Hast du Genre verstanden? Also das Wort? Okay, alles klar. Genau, dann komme ich nochmal zu euch. War das wirklich schwer verständlich? Nee. Okay, alles klar.
Man muss aber auch sagen, dass es zwar jetzt nicht die 100 Euro gewonnen hat, aber es gibt ganz, ganz tolle Sachpreise, die im Wert von widerspiegeln. Genau. Also nicht verloren. Nein, nein, nein. Also die Preise, die ihr gewonnen habt, sind ebenfalls grandios. Okay? Cool. Dann kommt doch mal zu mir. Yay! Genau, einen Applaus kriegt ihr auch noch. Ja, super. So, jeder von euch darf sich eine Sache aussuchen. Ja, da höre ich schon das Ah! Oh! Ich habe doch gesagt, die Preise sind cool. Okay. Oh, du hast doch genug. Ja. Was hast du? Cool, so Schalen und Essstäbchen und so weiter und so fort. Ist das ein schöner Preis? Ja. Siehst du, cool. Okay, du hast ein Notizbuch von Zelda. Grandios. Boah, du hast Arise, eine DVD. Wow. Das ist fantastisch. Blu-ray, ja, von mir aus auch das. Okay, cool. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Wunderbar. Boah, komm zu mir. Haben wir das überhaupt in der Zeit geschafft, wieder zu erfüllen? Ja, es ist 5 vor 6. Perfekt. Perfekt, cool. Auf dem Cost Day sollten wir noch einen Zahn zulegen. Denn es gibt auf dem Cost Day nicht nur die 9 Runden von heute, sondern auch noch eine Special-Spielrunde, die gar nichts mit 100 Antworten zu tun hat. Das stimmt, ja. Genau. Und ja, cool. Ich das heißt, wer heute nicht die Chance hatte und vielleicht doch noch Lust hat, hat auf dem Cost Day die allerletzte Chance, weil das ist dann die allerletzte Ausgabe auf dem Cost Day. Genau. So sieht's aus. Und es war chaotisch. Die Hauptrunde war chaotisch, oder? Ja. Wird beim nächsten Mal garantiert nicht so chaotisch laufen. Wer lacht da so fies? Okay, gut. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Quiz hat euch gefallen. Dann kommt gut wieder nach Hause und wir sehen uns eventuell auf dem Cost Day. Macht's gut. Ciao. Und danke dir.